Hey, ihr alten Drifter, willkommen zurück zu Days Gone. Schön, dass ihr dabei seid. Ich mache mal kurz hier die Markierung aus. So, ja. Danke fürs Einschalten mal wieder und fürs Liken und Kommentieren auf die anderen Parts. Ich bin gerade hier hoch ans Camp und auf einmal war hier so ein kleiner Angriff von diesen komischen Typen da, die beiden. Ist es jetzt cool, dass man hier einfach hingeht und Leute überfällt, ja? In ihrem alten Camp? Ich weiß ja nicht. Ich finde das nicht sehr cool. Wir haben nämlich Boozer versprochen, dass wir sein Bike holen und das mache ich jetzt auch mal. Beziehungsweise wollte Boozer mal was Nettes machen, was Nettes tun. Er wollte Boozer was Nettes machen, weißt du. Das ist gute Deutsch. Flasche. So. Ich glaube, ich tank mein Bike noch auf. Ja, muss ich dann wieder später hier hinfahren? Vielleicht per Anhalter und mein Bike holen oder was? Oh, gutes Timing. Ja, sehr gutes Timing. Ja, wir haben ein bisschen was erfahren von Deke übrigens letztes Mal. Er war wohl bei den Marines im Marine Corps und da war er in Afghanistan. Ja, aber da hat er auch wohl seine Angst vor dem Wasser her. Vom Trinken oder vom Schwimmen generell. Da oben, warte mal, ich werde mir vielleicht doch mal wieder was anderes einpacken an Waffen. Die Schrotflinte ist schon ziemlich geil. Oh, warte, wir haben die. Ja, die ist neu. Die Crowdbreaker. Ich überlege aber gerade, ob ich nicht die Pistole wieder nehme. Ja. Und hier lassen wir, glaube ich, die Armbrust. Die ist schon ganz nett. Ah, ich weiß nicht. Die Schrotflinte ist schon ziemlich geil, aber... ich lasse sie nochmal. Ich lasse sie nochmal. Was ist eigentlich hier, wenn ich nach rechts drücke, unten? So eine digitale Anzeige, aber ist das... können wir vielleicht Radio hören? Nee. Wäre ein bisschen seltsam. Hey, ich hab was für dich. Was zur Hölle? Du hast wirklich mein Bike geholt? Ich wollte nicht, dass Corpus kriegt und ausschlachtet. Oh Mann, Dick. Hey, ich hab das nur wegen der Ersatzteile gemacht. Ich meine, du alter Sack brauchst die ja wohl nicht. Scheiße. Danke, Bruder. Das vermisse ich echt. Durch die Gegend cruisen. Verdammt. Ist echt bitter, gerade der rechte Arm, ne? Gerade der rechte Arm. Oh, Schutz für die Wachen? Ja. Deke, Eddie wollte nur, dass du weißt, dass sie Männer angeheuert hat, um dein Bike zu holen. Das Ding steht drüben in der Werkstatt. Warte, was? Gern geschehen. Ricky Ende. Das ist ja voll nett. Oh, das war's. Er ist mein Bruder. Individuelles Design freigeschaltet. Phasen der Klarheit. Oh, ich glaube, das nehme ich dann mal, ha? Huh? Das ist ja cool. Ein eigenes Design. Ich habe gute Sachen heute. Yeah, yeah. Also die anderen fand ich jetzt nicht so geil, aber das jetzt, das mache ich jetzt mal. Bestimmtes? Für unseren Bruder. Hier, Optik. Nee, wo... wo war das nochmal? Ah, individuelle Akzente. Er ist mein Bruder. Ja, das nehmen wir. Cool. Nee, wir lassen das mal. Das ist ja sonst nicht mehr individuell, nicht wahr? Und hier haben wir alles gekauft, soweit. Ich habe auch gar nicht so viel Geld gerade. Bis später oder so. Leider. Oder so. Ich bin hier, falls was ist. Deke, ich mach mir Sorgen. Ah, Ricky, was gibt's? Die Butler-Zwillinge, Abigail und Gabby. Kennst du sie? Nein, nur vom Sehen. Was ist los? Was passiert? Sie sind gestern angeln gegangen und nicht zurückgekommen. Ah, das Seeufer ist doch sicher, solange man sich vom Sumpf fernhält. Das ist es ja. Sie waren nicht am Lost Lake, sondern östlich, am Metolius River. Was dachten die sich dabei?
Alles klar, gut. Ich werde nach Ihnen suchen. Deacon, vielen, vielen Dank. Oha. Bedeutet ihr wirklich viel, hä? Ach, das ist der Lost Lake und das ist der Metulius. Nee. Der Metulius River. Boah. Keine Ahnung. Huch. Hey, Deacon. Hey, na? Na. Ich fahr mal hier rum. Das mache ich sonst nie. Muss ein bisschen Abwechslung mal sein. Achtung. Da jemand Hechtsprung. Das ist aber schön gemacht. Hast du diese Brücke hier? Jetzt läuft da auch noch einer drauf. Vorsicht. Hi. Muss kurz durch. Danke. Okay. Warte mal. Fragezeichen. Oh, das ist ein Bär. St. John. Hier spricht Mark Copeland für Deacon St. John. Hey, Cope. Was gibt's? Ich wollte mich nur melden. War von meinem Dienstag neulich auf dem O'Leary Mountain. Haben dort ein Versteck gefunden in einem Wald. Ach, was? Ja, haben sie gesagt. Verlassen gewesen sein. Tja, aber. Gehabt. Ist wohl in einem Top-Zustand. Was du nicht sagst. Ja, aber es kommt noch besser. Als sie heute wieder darauf fuhren, das Ding abzuholen. Ist mein weg? Das ist doch wirklich seltsam. Cope, das ist alles wirklich faszinierend, aber... Jetzt warte ab. Kommt doch erst noch. Sie sagen, dass das Bike außer das, was Boozer früher immer fuhr. Okay. Nochmal von vorne, Cope. Ihr seid also hoch zum O'Leary Mountain und habt da anscheinend Boozers Bike gefunden, ja? Und das Erste, was ihr denkt, ist, hey, warum fahren wir nicht zurück und stehlen es? Bergen, Deek, Bergen. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe mich gefragt, was wohl mit Boozer passiert ist. Manny sagt, er hat ihn schon eine Weile nicht gesehen. Keine Ahnung, Cope. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dann sag ich ihm, dass du ihn vermisst. St. John Ende. Das ist ein Penner, oder? Der wollte einfach mal das Bike klauen. Ey, die Typen, ne? Das finde ich ja mal ganz schön arschig. Deacon, hörst du mich? Ja, Eddie, was gibt's? Eddie? Warum sagt sie nichts? Jetzt hier das Fragezeichen schon wieder. Es könnte halt immer jemand sein, der gerade gequält wird und den ich befreien kann. Ja. Wir packen Scheiß. Dann gehe ich halt wieder zur anderen Stelle. Hey, Ricky, was kannst du mir noch sagen? Vor dem ganzen Mist hatte die Familie der Mädchen einen Angelplatz am Metolius. Sie waren oft dort. Er ist auf der Karte markiert. Okay, da fange ich an. Liegen Ende. Arschgeigen, was soll denn das? Na komm. Oder lass es halt, wie du willst. Weiß! Ergreif ihn!
Kinder, hört mal auf jetzt. Mich extra leben lassen. Okay. Eine Angel. Hier muss es sein, ich bin am richtigen Ort. Oh nein, da ist überall Blut. Da werde ich bestimmt nicht mehr leben. Oder? Auf Angeltour. Das war's doch nicht schon. Oh, kacke, ihr Penner. Das war der letzte. Denkt ihr, ne? Er war hier. Jetzt hab ich dich. Oh, scheiße. Die denken, wir werden... Die denken, ihr werdet was? Idioten? Ja, ganz genau. Ach crap, die würden bestimmt darüber geschleppt, hä? Ah, diese Arschgeigen, ich hab's doch gewusst. Wieder in diesem Kack-Camp hier. Okay. Super Timing. Da. Da musst du halt sterben, leider. Ja. Hey, warte mal. Die Mission jetzt fertig? Ja, ja, ernst, oder? Oh. Bin verzögert. Jetzt ernsthaft, das kann doch nicht das Ende sein. Warte mal, ich hab doch einen Schlüssel. Schon raus. Ja, oder ich komm rein. Wie wär's damit? Ach nee, da ist es ja noch nicht fertig. Schade, dass ich die Attraktorbombe noch nicht kann. Oh nein. Pisser, ernsthaft? Sehr gut, Mädchen. Oh nö. Eine ist schon mal tot, leider. Alles Schreckliches, was die andere angeht. Was soll das jetzt noch sein? Nee, warte, wurde die eine unten umgebracht? Nee, oder?
zumindest nichts gesehen. Warte mal, ich gehe nochmal gucken. Mädchen vielleicht untersuchen nochmal. Die lebt noch. Hey. Oh, ein Glück, dass wenigstens eine noch lebt. Aber ich meine, guck mal, die hat keine Eltern mehr. Ist alles klar. War schon voll weise und jetzt hat sie sogar noch ihre Schwester. Ach, Mann. Diese Sache. Voll ins Schwarz. Hat die vielleicht die Bleacher, hä? Hey. Na, wie ist das? Oh, das sind Bleacher. Alles klar. Es ist okay. Hey, 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 ich tu dir nichts. Ricky schickt mich. Meine Schwester ist tot. Abigail ist tot. Nein, ich weiß, tut mir leid. Wir bringen dich ins Camp zurück. Na los, komm schon, komm schon. Nein, nein, nein! Ich schaff das allein. Ich kann. Okay, los, los. Nein, ich weiß. Was ist das für eine Antwort, wenn sie sagt, meine Schwester ist tot? Nein, ich weiß. Brecher. Was? Wo ist hier ein Brecher? Moment. Hier keinen Brecher. Ja. War das gerade ein Gockel? Nee, also hier ist kein Brecher. Ich weiß nicht, was du gerade gemeint hast. Eek. Oh, warte mal, ich hätte vielleicht den Spuren weiter folgen sollen. Die Mission? Ja, jetzt ist vorbei. Na gut. Haben wir noch einen Camp-Auftrag? Ja, wir können noch zu... Wie? Reicht das nicht? Dem Sprit? Aber ich bin zu weit weg einfach nur. Oh. Ich hätte eine leckere Horde. Warte. Nicht gut. Na. Jetzt reicht's. Hat mich der jetzt auch gekillt, das wäre ja lustig. Da. Attraktoren sind der beste Freund. Wenn man eine Horde erledigen will, habe ich schon festgestellt. Das ist eine ganze? Ich habe irgendwie nicht angezeigt bekommen, dass ich eine Horde gekillt habe. Manchmal ist das komisch, oder? Das hatten mir auch schon manche geschrieben. Oh oh. Okay, jetzt weiß ich's wohl. Könnten die letzten sein.
immer noch welche? Alter, das sind immer noch welche. Kacke. Oh nein, das war keine gute Idee. Noch nicht alle. Das waren immer noch nicht alle. Okay, aber ich habe noch ein paar Traktoren. Ich habe noch Granaten und Molotovs. Hier ist es noch an, Leute. Wie Zeug ich jetzt machen kann durch diese größeren Beutel. Unglaublich. So, da bin ich schon. Das ist der Tunnel. Oh, guck mal, da sitze. So, ihr kleinen Schweinchen da drin. Ricky, ich hab sie. Sie lebt. Deacon, Gott sei Dank. Hör zu, sie wollte nicht mitkommen, also schick jemanden, den sie kennt, okay? Sie ist auf dem Weg zum Camp. Okay, na gut, okay. Ricky, Ende. Alles klar. Dann mal los. Dann habe ich gleich noch ein bisschen was zum Draufschießen. Hörst du mich? Ja, Eddie, was gibt's? Könntest du mal auf der Krankenstation vorbeikommen? Das sollte reichen. Stimmt was nicht? Nein, ich muss nur mit dir reden. Ah, ja, okay. Wow. Mach dann... Deacon St. John, hörst du mich? Ja, Leute. Ja, Mike, ich höre. Ricky hat mir alles erzählt, dass du Gabby gerettet hast. Ich wollte mich nur bedanken. Ich kenne das Mädchen, seit sie ein Baby war. Na klar, Mike. Ich wünschte nur, ich hätte Abigail auch können. Du hast dein Bestes getan. Ich bin dankbar. Bis bald, Deke. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Mike. Das ist aber viel. Und nicht jetzt auch noch das. Da. Oh mein Gott. Au. Ausdauer-Cocktail. Thank you.
Ja! Die Metolius Lavahöhle Horde. Geil. Hordenkiller. Oh, ich habe die LP freigeschaltet. Da muss ich mir die ja gar nicht kaufen. Oh, fantastisch, Leute. Guck mal, wie viel Zeug jetzt hier noch rumliegt an Ohren. Das kann ich alles wieder gegen Geld eintauschen. Das ist voll super. Alles Öhrchen und mein Bike. Sieht man mal ein Bike umschmeißen, finde ich ganz schön gemein. Brauche ich. So, wir gehen nochmal ganz kurz in die Höhle gucken, ob da vielleicht was ist. Aber ich befürchte, wenn da Freaker drin übernachten, dann gibt es da gar nichts mehr außer Freaker-Kacke. Und ganz viel Gestank. Und das Hinweisschild wollte ich mir noch ansehen. Und das Wölfchen noch. Und da drin liegt wahrscheinlich noch ein Reh mit meinem Namen drauf, weil ich habe es erschossen. Also gesprengt. Da. Was wie viel ich einfach mal machen kann hier. Ach ja, diese Tasche, das war wirklich Gold wert, die Erweiterung. Da. Was dazu. Die Schnapsbrennerhöhle, das müsste sogar das letzte hier sein, glaube ich. Alter. Ach komm. Ach 30, okay, ich wollte schon sagen. Kann es nicht nur ein Schwärmer gewesen sein, oder? Die haben sich einfach mal zusammen gestackt, die ganzen Ohren. Was haben wir hier? Nero, Ricardo. 0988. Ich habe alle 6 Notfallarmbänder gescannt und ein Volltreffer. Das sind definitiv die vermissten Patienten aus dem Federal Medical Center. Gut, dass sie ihre Armbänder haben. Wird schwer, die Überreste zu identifizieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihre wissenschaftliche Expertise. Könnten Sie bitte etwas zur Seite gehen und mit dem Ding woanders hinziehen? Tut mir leid, Lieutenant. Es ist nur, wieso zur Hölle sollten Sie so zusammenbleiben? Verdammt, haben Sie es so weit geschafft? Mit nichts als diesen Nachthemden. Die sind barfuß. Sergeant? Und wieso zum Teufel kommen die den ganzen Weg hierher? Wie konnten Sie überhaupt sehen, was Sie machen? Sergeant? Nein, es ist nur, sich selbst derartig zu zerfleischen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich weiß es nicht. Bringen wir sie zurück ins Labor. Nördlich von hier ist eine mobile medizinische Einheit beim Belknap-Tunnel. Bringen Sie sie dorthin. Na los! Okay. Na los! Schaffen wir sie hier raus! Bewegung! Los geht's! Vorwärts! Vorwärts! Ist wohl nicht so ganz gut gelaufen, ne? Achso, er sagt dir noch was. Scheiße, Sarah hat mir davon erzählt. Ich hätte besser zuhören sollen. Wir hätten früher da rausgekommen. Hey, habt ihr sie gefunden? Hey, Dick. Ja, ihr geht's gut. Ein bisschen traumatisiert, aber nicht mehr als jeder andere. Ich schätze, wir alle wissen, wie es ist, jemanden zu verlieren. Ja, das stimmt wohl. Ja, bis bald, Ricky. Jo, Leute, sage ich auch, bis bald. Lasst mir auf jeden Fall noch ein Like auf die Folge und schreibt mir vielleicht was Nettes in die Kommentare. Wir sehen uns wieder zu Days Gone. Tschüss.